Da verläuft gleich die Farbe. GNU. V. C. Kochen mit Flausch. Hey, GNU VC Spezialversion. Heute gibt es die Version mit den Frühstücksexperten. Und das sind wir. Und Tux. Denn dieses Frühstücksexperten-Video, das ist für die Kieler Open Source und Linux-Tage, weil wir das Software Freedom Frühstück haben. Am Software Freedom Day, da gibt es ein gemeinsames Frühstück. Und da ihr natürlich nicht wisst, wie man ein Frühstück zubereitet, haben wir dafür ein bisschen was vorbereitet. Was haben wir denn Tolles vorbereitet? Oh, mit Geschmack. Achso, oh, ja. Ja, dazu braucht man auf jeden Fall, genau, spülmaschinenfest, wie man sieht. Oh, das ist ja toll. Genau, das ist so ein Spezialgerät. Das gibt es zwar nicht als USB-Version oder jedenfalls nicht so, wie es da ist. Da braucht man so richtig Netzstrom für und dann macht man das Gerät einfach an und die Zwischenzeit kann man schon mal nutzen und sich eine Geschmacksrichtung aussuchen. Und bei mir heißt es Rotbusch-Vanille-Geschmack. Ich höre jetzt gleich nichts mehr, weil dieses Wassergerät so laut wird. Aber, ja, keine Ahnung, kriegt man den Lärm auch gut mit? Es geht. Ziehzeit, ein ganz wichtiges Thema, oft falsch gemacht, aber, das kann man nachlesen. Bei mir stehen 6 Minuten. Oh. Oh. Oh nein, 5 Minuten. Jetzt können wir warten, bis mir der Schweiß runterläuft und die Farbe auflöst. Oder wir machen das nächste köstliche Gericht. Das ist Müsli. Dabei ist natürlich die Frage, was tust du zuerst rein? Erst die Milch oder erst das Müsli? Was für ein Typ bist du? Nein! Okay, ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Oder nein, ich mache das jetzt umgekehrt und dann gucken wir hinterher. Oh, das sieht ja extra lecker aus. Bananen! Oh nein! Das fehlt noch. Lecker! Oh nein, das ist ja abgefahren.
Okay, gut. Dann haben alle was davon. Und die Vitamine, ne? Das Motiv ist, glaube ich, sehr dunkel. Das ist Nizza bei Nacht bei Stromausfall. Oder vielleicht ist es Kiel, ich weiß es nicht mehr genau, aber ist es irgendwas bei Nacht und Stromausfall? Bei mir ging das schneller. Was sagt er bei dir denn überhaupt, der Nutri-Score? Okay. Nein, ich sehe nichts. Ja, die haben sich gedrückt. Zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel ungesundes Zeug und okay. Okay. Also, also Banane habe ich auch. Ist hier schon voll integriert. So, jetzt. Ja, genau. Jetzt runtergefallen, aber es ist auch Banane drin. Aber nur getrocknet, nicht frisch. Die ist irgendwie ziemlich aufgesogen worden. Es war vorher mehr drin. Jetzt ist sie fast weg. Also ich würde sogar noch mal was nachkippen wollen. Genau genommen, ich habe jetzt noch 10 Sekunden Zeit, bis mein Tee soweit ist. Und was mache ich mit dem Teebeutel? Das ist wieder so eine Frage, die, ja, beim Frühstück kann man viel falsch machen. So, jetzt ist es fertig. Und jetzt nehme ich den Beutel einfach mal raus. Einmal genau nach Anweisung gemacht. Damit es auch richtig so ist, das Geschmackserlebnis, so wie die Leute, die sich das ausgedacht haben, das auch bezwecken wollten. Jetzt kann man das Ganze noch mit wiederum Milch verfeinern. Kann man, muss man aber nicht. Du machst sowas nicht? Nee. Nee. Ja. Riecht schon mal gut, ist aber ein bisschen heiß. Muss man auch aufpassen. Tee mit kochendem Wasser kann sehr heiß sein nach dem Zubereiten. Also Vorsicht. Vorsicht. Oh. Oh. So soll es sein. Einmal auf die Tastatur werfen. Zum Abtrocknen. Ja. Oh, manchmal kann es so einfach sein. Ja, also das kann wirklich jeder. Also das ist gar nicht so schwierig, wie es aussieht. Probiert es einfach mal selber aus. Kocht es nach. Nehmt unser Rezept einfach mal so als Gedankenexperiment und macht was Eigenes draus. Ihr könnt natürlich auch was anderes reintun. Es muss nicht immer die Banane sein. Es kann natürlich auch mal eine Gurke sein. Mal was anderes sieht ähnlich aus, aber geht natürlich, oder? Ja. Und die Farbe ist auch leicht anders. Dafür wächst sie auch bei uns. Also. Ja, wir haben natürlich noch was Tolles vorbereitet. Also. Was bei uns natürlich nicht fehlen darf, ist ein Schokoladenstreich. Was ist da überhaupt drin? Mit Haselnüssen, so ein Zeug. Das ist, wird jedes Jahr immer wieder gern genommen. Ob von der Firma, von der anderen, ist ja egal. Ich mag das eigentlich nicht so gerne. Gibt natürlich auch noch andere bösartige Dinge, die man da drauf klatschen kann. Zum Beispiel Fett pur mit Erdnussgeschmack. Oder man nimmt hier irgendwie so Streichdings. So, so,
Fett zum Streichen gibt es in verschiedenen Varianten. Und dann kann man so ein Tier drauf tun oder was anderes. Genau. Ja, nicht mit Pinguin, aber mit Schafen immerhin. Haben wir hier? Pinguinwurst. Das wäre nochmal was, da also der Nachfolger von der Bärchenwurst und der Weihnachtsmannwurst, warum nicht auch mal Pinguin? Müsste man mal so ein bisschen mehr anregen. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann Pinguinwurst. Nein, machen wir natürlich nicht. So, also die Anweisung war jetzt, nicht das Fett sofort auf den Teller klatschen, sondern erst so eine Scheibe Brot nehmen, entweder sowas hier oder bei dir gibt es Vollkorn, ist natürlich total gesund, ne? Volles Korn und so. Ich kann wieder nicht mitbieten, keine Ahnung. Ach doch, oh, ich habe ein A. Ah, dann. Genau. Ich habe hier ein D wie Debian. So, und das stimmt, das stimmt. Oh. Wird hier eh gegessen, von daher ist es ja auch egal, wie es aussieht. Obwohl, hat was, ne? Das geht immer zwischendurch. So, ich bin schon fertig, ne? Also ich habe das genau richtig gemacht, glaube ich, ne? Also erst so ein Brot, dann Fett zum Schmieren und dann eine Scheibe hier, was sagt es hier? Kochhinterschinken. Kochhinterschinken. Nee, da muss man unterscheiden. Natürlich auch wieder ohne Nutri-Score. Oh. War das auch lila oder habe ich es falsch gesehen? War das auch lila? Von Haus aus? Genau. Kann man natürlich auch noch mit Messer und Gabel essen. Oder mit dem Löffel, zum Beispiel aus dem Müsli. Und geht alles. No. Am 18. Am 17. Moment. Ach, es ist da, es ist da. Es ist der 17. Am 17. September. Denn am 15. geht schon los mit dem Linux Presentation Day an einem Nachmittag, wo wir ein bisschen was erzählen zu ja, Einsteigerthemen für Linux und Open Source. Dann haben wir 2 Tage unser normales ja, Messeprogramm, Konferenzprogramm mit verschiedenen Vorträgen und Workshops rund um Linux und Open Source, nicht nur für Einsteiger. Ja, und verschiedene Aktionen haben wir eben auch, wie das Frühstück. Wir haben eine Verlosung, vielleicht gemeinsames Grillen. Und da wir dieses Jahr unsere 20. Kilo Open Source und Linux Tage haben, haben wir noch ein paar spezielle Sachen uns überlegt, über die wir noch nicht so reden wollen, weil wir noch nicht hundertprozentig wissen, was da rauskommt. Aber es wird einiges geben, was über das, was wir in den Jahren davor gemacht haben, so ein bisschen hinausgeht. Denn 20.
Linux-Tage feiert man bloß einmal. Genau. Bis dann und tschüss. Oh.